Also wer, also der Zug fasst ja so viel, dass das dann eher die Leerfahrt aller Leerfahrten wäre, aber gut. Das Erfahren mehr kostet, als wir verdienen, gell? Jetzt aber Geld verdient. Noch nicht. Nee, ich habe mir schon mal abgekippt. Bin ich jetzt im richtigen Zug? Ja, ne? Im Link. Linker Kreis von der Karte gesehen. Der rechte Kreis ist eigentlich komplett sinnfrei. Ja, das ist für Holz, glaube ich, oder? Musste auch in den linken im Endeffekt. Ja, du könntest aber irgendwie Müsst dann in der schneller. Base umladen. Ja, könntest schneller von A nach B das Holz transportieren. Wird nichts mehr. Ich hänge am Baum was. Okay. Nein, nicht, es ist Straßen. Ich habe es geschafft. Fahre jetzt zu unseren Feldern. Ja, das ist gut, Junge. Wo hast denn das Ding abgestellt? Unten am Hof. Soll ich denn jetzt fahren? Kannst du noch warten? Kann ich noch Und warten? dann Applefield Mill, ne? Genau. Könntest natürlich noch warten, wenn du ganz freundlich bist. Naja, sagen wir es mal so. Abfahrt ist 14:05 Uhr. 14:05 Uhr in 2 Minuten. Naja. Ed, stell die Zeit auf. Ich meine, Merrick hat ja nichts vorbereitet. Wie geht denn das Rohr raus? Auf O? Genau. Wir gerade mal mit dem Plan gekommen. Also 14:04 Uhr. Wenn es eine Tonne ist, sind 1.500 €. Na, immerhin. Zieh mal der Mörder von Lohn ab, wenn er früher fährt. Hey, komm. Eisenbahn, Deutsche Bahn, keine Zeit Deutsche verlieren Bahn hier. ist immer unpünktlich. Ja. Ich bin im Güterverkehr pünktlich, ja? Bin noch nie zu spät gekommen. Na, dann muss heute das erste Mal sein. Du brauchst nur schneller fahren, dann hast du die Zeit wieder rein. Ja, warum fährt der ICE eigentlich nie schneller? Weil er sich an Geschwindigkeiten halten muss und. Mein Gott, der fährt nur 160. Ja, weil die Strecke nicht mehr hergibt. Er soll halt 300 fahren. Geht nicht, dann entgleist er. Wie ein Ja. Eschede-Unglück. Dann entgleist er. Und du wärst viel schneller bei uns, das wäre ja auch nicht schlecht dann. Hast nicht mal 12 Stunden Fahrzeit. Muss ich halt direkt per Nun, Auto fahren. 14:05 Uhr, Abfahrt, los. Seh zu. Gar nichts dafür, es liegt alles an hier. Kipp aus den Scheiß. Ich will's kein Bettex, Junge. Kannst. Also ist beladen. So. Ey, wohin denn, Junge? Irgendwie kommt da nicht genug raus aus dem Rohr. Irgendwie. Ja. Ja, kommt hin. Ja. Ein Hänger hat 21.000. Gut. Da wir das jetzt alles geschafft haben, müssen wir verkaufen. Was müssen wir verkaufen? Wir müssen kaufen, nicht verkaufen. Ja, kaufen müssen wir auch. Also wir brauchen eigentlich einen Schneidwerkswagen, wenn wir das Ganze ordentlich machen.
so wie wir das immer. Wieso? Schneidwetzwagen steht doch schon am Hof. Ja, den müssen wir ja mitnehmen. Du wirst natürlich jetzt. Ja, also ja. Rückwärts packen wir ein. Ich könnte mich natürlich eben da einfach so hinstellen. Und verkauft. 34.000. So, dann können wir jetzt mit den 34.000 einkaufen gehen. Gehen wir shoppen. Juhu. So fahre ich jetzt eigentlich mit dem langsamen Dreck. Weil ich die Stellen hatte. Na, ich meine, ich fahre einmal hin, gib's das Schneidwerk-Ding ab, weil das wird theoretisch an Drecher angehören. Mach dann eine Leerfahrt. Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wir brauchen Häcksler. 24.310, das ist dieser Rost der irgendwas Kacke. R, okay. Mieten. So, dann Schneidwerk. Das ist jetzt die Frage, welches passt da, ne? 2.900 Zippig. Ja, im Radio. Ach, ist die Landschaft schön. So richtig schön durch die Gegend zu laufen. Was, 2.970? Ja. Da gibt's keins. Das hast du mir aber gesagt. Schön, dass ich das gesagt habe. 2670 vielleicht? So, wir brauchen das Teil 600R. Das gibt's doch gar nicht. Achso, das ist das. Für Mais. Auswählen. 2079 doch, ja, passt. Du kannst wieder nach Hause fahren. Für das Gerät brauchen wir keinen Schneidwerkgang. Wir verkaufen die Scheiße. Leerfahrt hin, Leerfahrt zurück, durch die Einbahnstraße rein. Was das wieder kostet, ey. Ein Spritkosten, ja. Muss eh gleich tanken gehen. Ich seh dich. Geil ist, er wird mich auch überholen. Ich treffe mit 22. Wie viel, was hast du denn maximal? 32. 43. Ich sehe dich aber. Ich sehe dich. Position 1, Position 2. So. Sehe ich auch. Betweifel. Halbfeld 22, das wäre auch so eine coole Investition. Warum? 22, keine Ahnung. Weil es hier unten so wunderschön ist. Achso, die Ecke da, ja. Und das nur 236.000 kostet. Nur. Aber dass du ja so komische Ecken drin, ist auch scheiße, irgendwie. Feld 23 ist auch genauso cool. Ja. 26 ist da eher schön. 7 bräuchte man. Dann könnte man gleich in jeder PGA unserer Dings. Wie gesagt, 7 wären wir bei 117.000. Und bei unseren 26 wären wir ja auch bei 414. Den wollten wir ja schon letztens kaufen. Problem ist, das Geld haben wir ja nicht. Eben, weil das ist die erste Investition. Das kann man nicht mieten. Jetzt, nee, hoffen wir, nicht. Jetzt hoffen wir, dass das mit der PGA noch so gut funktioniert wie damals in alten Zeiten, gell? Werden wir eh gleich sein. Zusammen. Gleich, also. Das haben wir wieder genug. Also in vielen, vielen Stunden. Sonst haben wir wieder umsonst so viel Geld investiert. Ich habe erstmal eine Leerfahrt gemacht. Hier fallen Bäume um. Murdoch hat doch gar keine Genehmigung dafür.
Die waren kaputt, die waren kurz vorm Umkippen. Du musst ja aber ordentlich wieder. Mörk, was machst denn du hier? Da kommt der Schneidwerkswagen hin. Einmal mit Profis, aber. Nur ein einziges Mal. Aber guck mal, Ed, ich habe ihn richtig gut abgelegt, den Baumstamm hier. Keine Ahnung, ich bin noch unterwegs. Gesundheit. 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 Ach, kommt der feine Herr auch mal an. Ja, jetzt kannst du aber dann alle schön zusammensammeln. Ein kleines Ding schneiden und dann zusammensammeln. Und dann müssen die alle irgendwie weg. Ja. Ja, zum Sägeberg fahren. So wie es gehört. So, Geschwindigkeit hast du eh hochgestellt. Die Frage ist jetzt, müssen wir da die ganze Zeit mitfahren? Wo? Was? Neben dir. Ja. Einer muss immer komplett mitfahren. Ja, das kann ich jetzt übernehmen. Ist nur leider noch nicht fertig. Kannst du schon mal auf. Nein. Den anderen Ding könnte man schon mal zuklappen. Was regnet oben noch rein. So, was können wir noch machen mit den ganzen? Abkoppeln, helfen der Maispflücker senken. Maispflücker zuklappen, aussteigen. Dein Rohr. Ja, bin ich gerade am gucken, wie das ausgeht. Rohr ausfahren, oh. Hier abladen. Gut. Ja, das ist so dämlich. Gott, das auch. Ja. Zu gut. Sind wir da und fahren. Feldfrüchte, Wachstum. Wachstum ist schon fortgeschritten. Das war eine Wachstumsperiode mit Licht. Was mit Licht? Kannst du jetzt eigentlich auf die Rohrkamera dingen? Nee, ich weiß nicht wie. Nicht mit C? Nein. Aber es gibt nochmal irgendwie einen anderen Befehl, glaube ich. Vielleicht Shift C? Nee. Steuerung C? Anzeigen nee. Tut er wohl nichts. Und was zeigt dann alle? Blablabla, aussteigen, Licht, Gerätewahl, Tempomat ändern, Tempomat Limit. Ne. G. Ne. Merkst du, wie es förmlich wächst? Ja. So. Jetzt komm schon, welche Wachstufe sind wir denn? Bodenbeschaffenheit. Im Wachstum, in der vorletzten Stufe schon. Ja, vorletzten. Ja, ist ja gerade geändert. Herzlich willkommen. Für 1 Euro putzen wir Ihr Werkzeug. Habt ihr mit Vollbeleuchtung hier? Mit 1 Euro nur? Reicht mir. Blink, blink, du musst auch noch die Runde Leuchten einschalten. Und Licht. F. Was ist jetzt mit dem Feld passiert? Nix. Bei mir ist es wieder. Also, wir haben 20.000. Knappe 20.500 haben wir Ausgaben an Betriebskosten und so pro Tag. 20.500. Wer soll das bezahlen? Tja, das wird einmal abgebucht, aber man nicht gefragt. Ja, wie viel haben wir denn jetzt noch? 35.000. Du Sascha, komm her, ich fahr. Oh, ist der jetzt reif, oder? Ja, oder? Nee. Hast du schon alle deine Bäume bekommen? Nee, noch nicht. Natürlich. Ja, wieder am Pferd.